Hallo Freunde und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Warcraft 3. Ja, wir haben letztes Mal die Untoten-Kampagne abgeschlossen und nun widmen wir uns der Ork-Kampagne. Kapitel 1: An Land. Den Anweisungen des mysteriösen Propheten getreu folgend, führte Thrall die Horde über das große Meer. Jetzt ist die Horde der Orks nach wochenlanger Irrfahrt auf tosender See an der rauen Küste Kalimdors angekommen. Da ihre gestohlenen Schiffe nicht mehr seetüchtig sind, wagen sich die Orks vorsichtig landeinwärts, immer auf der Hut vor den unsichtbaren Gefahren, die hinter den Klippen dieses trostlosen Landes lauern. Okay. Kriegshäuptling, unser Schiff wurde schwer beschädigt, als wir den tosenden Mahlstrom passierten. Es ist nicht zu retten. Ich wusste es. Können wir unseren Standort bestimmen? Ist dies Kalimdor? Wir sind immer westwärts gereist, wie befohlen. Das müsste es sein. Wohlan denn. Wurden Spuren von Grom Hellscream oder den anderen Schiffen gesehen? Nein, Kriegshäuptling. Seit wir getrennt wurden, nicht. Rüstet zum Aufbruch. Wenn unsere Kameraden es bis hierher geschafft haben, sollten wir sie entlang der Küste finden. Und dann begeben wir uns auch einfach mal auf also die Suche. Weiter. Ja, wir haben hier Thrall, den Kriegshäuptling und... Die Geister. Ach, wie sind süß. Wir haben jetzt mal wieder ruhelos. Level 1 Helden. Und Rollkopfjäger. Ja, auch eine meiner Lieblingseinheiten. Vielleicht enthalten diese Kisten wertvolle Vorräte. Ziemlich stark. Die Kisten? Ja. Dabu. Ah, Mana-Trank. Logregan. Nee, die rote können wir nicht. Dabu. So, wir sollen zwar der Küste entlang reisen, aber anscheinend müssen wir erstmal ins Landesinnere. Und Kettenblitz haben wir, ja. Hier Fernkämpfer, hier geht man den bösen Abseits. Buben nicht an. Wenn nicht umsonst hier also weiter. Gut, bis wir Heiler haben, das dauert noch eine Weile. Bei den Orks läuft das ein bisschen anders. Die haben keine Priester, die haben, ich glaube, Goblin-Hexendoktoren. Ja, Witcher, also Witcher werden sie meistens immer genannt. Und diese haben den großen Vorteil, dass sie halt einen Totem aufstellen können, was alle Einheiten in ihrem Radius heilt. Das Totem ist zwar relativ schnell zu zerstören, aber es gibt genug Leute, die das nicht wissen oder die das einfach nicht machen. Und da kann man doch einiges an Vorteilen rausschlagen. Was haben wir hier? Heilschutzzauber. Ja, so sieht das Ganze dann aus, nur dass wir es als Skill haben. Ich kann ja bei Gelegenheit mal machen, aber jetzt sind unsere Leutchens noch relativ gesund. Also heben wir uns das mal für später auf. Rolle der Heilung haben wir hier auch noch. Das ist eines unserer Schiffe, Kriegshäuptling. Der Sturm muss es gegen die Felsen geworfen haben. Dabu. Mal, ob hier unten irgendwas auf für uns die wartet. Ehre. Hier scheint hier auf jeden Fall irgendwas zu sein. Sonst würde der Weg für hier ja nicht lang Ehre. Gehen. Drachen. Für Doomhammer. Beziehungsweise. Für die Ehre. Da nehmen wir dann nochmal unseren Kettenblitz zur Hilfe. Niemand wird überleben. Die uns zu sehr wehtun. Ja, unsere. Wen soll ich töten? Die Geister sind ruhelos. Unsere unsere Grunzer können da leider nicht viel gegen ausrichten, aber naja gut, ihre Stärke ist dann halt einfach der Boden. So, ich weigere mich aber immer noch, das halt für die zu verwenden. Und so gehen wir dann mal einfach nochmal ein Stückchen weiter. Dabu. Weiter rein hier. Oh, viele Leichen. Hier fand eine große Schlacht statt. Der Lehm ist rot von frischem Blut. Gibt es in diesem Land nur Staub und Gemetzel? Anscheinend. Logregar Nogal. Aber wir gucken jetzt trotzdem nochmal die andere Ehre. Seite der Küste an. Da. Nicht, dass wir hier irgendwelche Leutchen zu übersehen. Für die Ehre. Da. Und das so was wie diese Schweinewesen habe ich noch nie gesehen. Wenigstens sind sie hübscher als die Menschen. Da. Schön gesagt. Ja. Wohl, ach, Level 3, ach doch, komm. Für die da Ehre. Können wir ran.
Da haben wir jetzt noch Mana-Trank, damit sollten wir doch hier alles so weit platt kriegen. Eure Zeit ist gekommen. Für hier noch irgendwas versteckt. Passiert ja auch öfter mal. Also wenn ihr die Zeit habt, dann guckt doch gerne mal Gebäude, dass er die nochmal klein hackt. Niemand wird überleben. Da gibt's Alter auch ab und zu mal was. So. Für die Ehre. Und dann gehen wir wieder. Ach. Für die Ehre. Danke für die Rettung. Wir sollten uns beeilen. Die Schweinemenschen behaupten, es wären noch andere Schiffe in der Nähe. Na dann, wenn wir jetzt hier mal nach Norden einen kleinen Exkurs machen. Für Doomhammer. Niemand wird überleben. Glockner rasch. Ja, dem einen geht schon gar nicht mehr so gut. Für die Ehre. Ah, da haben wir noch einen. Ja gut, ich glaube, dann gucken wir einfach mal hier. Ja. So sieht das Ganze dann aus. Also weiter. Und es heilt. Es heilt ziemlich gut. Klar, es dauert eine Weile. Aber dafür muss man es halt nur einmal setzen. Und es heilt halt dauerhaft. Das heißt, man hat auch keine großen Mana-Probleme damit im Regelfall. So. Also weiter. Damit sollten wir ja eigentlich... Was ihr wolle. Ach, warten wir noch kurz. Ich meine... Die Zeit haben wir. Logregar Nogal. Und hoch geht's. Ist hier noch was? Ja. Ach, hätten wir uns den Weg auch sparen können. Hier sind auch keine Gefangenen mehr anscheinend. Also geht es weiter Richtung Osten. Ja. Dabu. Die Pferdemenschen erschlagen diese Stierkreaturen. Wir kamen her, um sinnlosen Konflikten zu entgehen. Nun scheinen sie überall zu sein. Für Doomhammer! Dabu. Schade, dass wir die nicht retten konnten. Und wir eigentlich optionale Quest? Für Undeckte die Ehre. Quest. Ja, aber es ist Main Quest. Dabu. Mal gucken wir hier unten nochmal. Ja. Niemand wird überleben. Die kriegen wir auch schnell down. Hier, ne? Nicht so offensiv hier. Die Geister sind ruhelos. So, haben wir es doch geschafft. Dabu. Ja. Okay, da ist für noch die Ehre. Küstenrand zu sehen, aber dafür Dabu. Müssen wir erstmal den großen Bogen laufen. Für die Ehre. Da ging's ja nicht weiter. Nee, wir müssen jetzt hier hoch. Dabu. Oh, ich sehe Verstärkung. Das ist gut. Zromka, Kriegshäuptling. Wir wussten, ihr würdet uns finden. Zromka, Krieger. Schön, dass alle in Sicherheit sind. Habt ihr zu Hellscreams Gruppe gehört? Nein, Kriegshäuptling. Der Sturm hat uns getrennt. Wir sind eben erst angekommen. Für die Ehre. Na, mit der streitkräftigen Armee, da sollten wir doch hier eigentlich alles wegkriegen. Ja. Für die Ehre. Weil ich nicht weiß, was uns erwartet. Also, ich bin auch gespannt. Das sieht nach dem Drachenlager aus. Nein, das sind Riesenechsen. Willkommen im Brachland. Wobei das hier wahrscheinlich eher die Mutter sein soll dann. Eure Zeit ist gekommen. Dabu. Und noch ein Mana-Trank. Yeah. Als ob wir nicht schon genug davon hätten. Dabu. Aber später können wir die sicherlich nochmal gebrauchen. Ja, was solche Items angeht, ich glaube, da bin ich einfach das Multiplayer zu sehr gewöhnt, dass ich da ein bisschen geizig bin. Wohin soll ich mit der Geschwindigkeit, die kann man gar nicht retten. Jetzt hat der Gegner einen Schutzzauber, also ich muss auch drauf achten, wenn die Gegner sowas machen. Schnell wegpöppeln. Und die eigenen natürlich auch mal unterstützen. Für die Ehre. So, dann warten wir einmal kurz. Was ihr wollt. Der hier wieder ein bisschen fitter ist. Der kriegt irgendwie immer alles ab. Ich bin der Kriegshäuptling. Na, und weiter geht's. Für die Ehre.
Für die Ehre. Okay. Hm, die Pferdemenschen scheinen für den Krieg gekleidet. Ja. Die große Frage ist natürlich, gegen wen? Gegen uns wäre ein bisschen blöd, weil ich glaube, das wären auch für uns zu viele. Aber da unten kommt man gar nicht... Nee, da kommt man wahrscheinlich gar nicht hin. Für die Ehre. Dabu. Das werden wir dann wahrscheinlich beim nächsten Mal erfahren. Bei der nächsten Mission. Soll jetzt nicht heißen, dass ich jetzt Schluss mache, also... Ich denke mal, die Mission, die kann ich wirklich am Stück mal wieder spielen. Bei diesen Halbstunde irgendwas beschützen, das ist immer so ein bisschen, ja, da hat man nicht immer so die Lust drauf. So, dann sparen wir wieder uns mit dem Totem. Ich glaube, der Brunnen, ich weiß nicht, ob er dieselbe Geschwindigkeit hat, aber ich glaube, der Brunnen geht teilweise sogar noch ein bisschen fixer, was die Lebensregeneration angeht. Dafür verbrauchen wir beim Brunnen natürlich nichts. Das ist ein Nachteil allerdings wieder bei Kämpfen, bei Brunnen ist halt, dass die... Was? Was soll ich tun? Also weiter. Oh yeah. Wen soll ich zurückgehen? Wen soll ich töten? Ja. Na, können wir so ein bisschen herlocken? Lockner rasch! Ja, können wir. Für die Ehre. Jetzt geht das noch fixer hier. Also weiter. Naja, bald haben wir Level 2 erreicht. Je eher, desto besser. Dann gibt's hier schön, können wir uns Wölfe beschwören. Die sind ziemlich cool, gerade auf dem höchsten Level. Oder das hier, da können wir halt für ein bisschen Mana für die Ehre. Einen gewissen Teil der Karte aufdecken. Oder wenn wir das machen, werden auch unsichtbare Einheiten mit aufgedeckt. Also es ist halt der Scharfseher von den Orks. Also was die Klasse angeht. Den Held angeht, sorry. Der ist eigentlich ziemlich mächtig. Und das Ultimate hat er Erdbeben, der zwar nur Schaden an Gebäuden macht, aber Einheiten um 75% verlangsamt in dem Gebiet, was auch nicht unterschätzt werden sollte, weil ja gerade die Einheiten, die sehr von ihrer Geschwindigkeit profitieren, die haben dann halt auch ihre Probleme. Zum Beispiel kann man so auch seine Fernkämpfer ganz gut schützen, weil die Nahkämpfer einfach nicht rankommen. Beziehungsweise eher tot sind, als dass sie da sind. Für die Ehre. So, gucken wir mal hier unten die Küste uns an. Oder gucken wir, ich tendiere immer dazu, erstmal oben zu gehen, weil ich denke mal, unten geht's immer weiter. Und ich bin jetzt wieder gerade so gut gelaunt, dass ich erstmal wieder alles mitnehmen will. Niemand wird überleben. Bioshock Infinite bin ich ja mittlerweile fertig. Die letzte Folge wird morgen online kommen. Geht über eine Stunde, könnt euch drauf freuen. Aber ich wollte einfach nicht cutten, aber das Ende, es lohnt sich so sehr. Also, falls ihr das sehen solltet, schaut unbedingt rein. Allerdings, ganz wichtig, erst die Folgen davor, beziehungsweise spielt's vorher, weil ihr würdet euch sowas von in den Arsch beißen, wenn ihr gespoilert werdet. Von daher, guckt lieber erst noch, dass ihr euch vorher noch den Rest der Story auf die eine oder andere Weise... Teilweise natürlich über mein Let's Play anguckt. Und dann Kriegshäuptling. Grüße, würdet ihr auf jeden Fall viel Spaß damit haben. Gibt es Spuren von... Die Pferdemenschen greifen an. Verteidigt euch. Lockta! Okay, das ist natürlich auch meine Trollstimme. Die Geister sind ruhelos. Aber die Pferdemenschen haben einfach keine Chance gegen uns. Ich bin Kern. Häuptling der Blothoof-Tauben. Ihr Grün heute kämpft tapfer und ehrenhaft. Ich bin fasziniert. Ich bin Thrall. Dies sind meine Brüder, die Orks. Wir suchen das Schicksal, das uns versprochen wurde. Ihr sucht das Schicksal? Es wird euch finden, Jüngelchen, aber es gibt ein Orakel weit im Norden, das vielleicht... Norden? Aber eine Armee der Pferdemenschen marschiert nordwärts. Was? Nein! Mein Dorf ist in Gefahr. Ich muss mehr über dieses Orakel wissen. Folgt ihnen! Beschützt Kern um jeden Preis! Dabu. Okay. Ja. Dann gibt's jetzt erstmal eine ordentliche Schlacht, würde ich sagen. Wen soll ich töten? Lokrega Nogal.
Ich bin wohin der Kriegshäuptling. Die Geister sind ruhelos. Ich bin der Kriegshäuptling. Ich wette, hier geht's gleich los. Scheint noch zu gehen alles. Ich bin der Kriegshäuptling. Was soll ich tun? Mach den bösen Bogen nicht an. So, mal sehen, wie viele Angreiferwellen uns jetzt hier erwarten. Gerade noch rechtzeitig. Die nächste Welle rückt schon vor. Was? Was immer ihr wollt. Tastingo! Zeit für ein bisschen Blutvergießen. Mach den bösen Buben nicht an. Ich lock Narasch, da kommen sie wieder. Für die Ehre. Wen soll ich töten? So. Machen wir hier mal ein bisschen Farsier Power. Was? Ich glaube, die hier machen ganz gut Schaden. Zeit für ein bisschen Blutvergießen. Also weiter. Nehmen wir es gut, das ist schön. Die Geister sind ruhig. Wen soll ich töten? Also weiter. Diesmal haben sie einen Helden dabei. Ja. Na schön, Held. Ich mach mal trotzdem platt. Wohin soll ich gehen? So. Die Geister. Haben wir sie gleich. Ich bin der Kriegshäuptling. Was? Die Geister sind ruhelos. Jetzt haben wir wieder alle in einer Gruppe. Ja. Und wir haben es geschafft. Ja. Euer Stamm ist sicher, Alterchen. Habt Dank, junger Kriegshäuptling. Doch die Zentauren haben alles wild aus der Gegend vertrieben und ich kann mein Volk nicht verhungern lassen. Bald müssen wir nach Norden zu den grünen Wiesen von Malgor. Und ihr fürchtet, die Marodeure überwältigen euch? Ja. In der Ebene sind diese Teufel unübertroffen schnell. Wenn ihr uns verratet, wie man zu dem erwähnten Orakel gelangt, werden meine Brüder und ich euch auf dem Marsch begleiten. Ihr und euer Volk fasziniert mich, junger Thrall. Mit Freuden dürft ihr euch uns anschließen. Und damit haben wir es auch geschafft. Sehr schön. Alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.